to the curb. Hey, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich zeige euch, wie ihr Bilder oder sonst was als Crew Emblem macht, wie jetzt bei mir. Ich habe jetzt mal Breaking Bad das Design gemacht. Das habe ich vorhin selber noch bei Photoshop mal eben schnell erstellt. Ja, ihr könnt dann eigentlich, wenn ihr wollt, sogar euer eigenes Face darauf knallen, als Crew Emblem. Gar kein Problem. Ich habe jetzt so mehrere noch auf dem Desktop rumfliegen, jetzt auch für GTA und Guild beispielsweise. Ja, ich habe 2 Crews extra machen müssen, also halt Rap Mario YouTube ist ja noch davor schon gewesen. Und, Entschuldigung, und, ja, da hatte ich einen hier, diese Joey Fun. Joey ist ein guter Kollege. Danke dir nochmal für deinen Namen. Ja, und ihr müsst zu dieser Seite hier. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr euch registrieren. Der ganze Spaß kostet euch sogar etwas. Das ist das Problem. Aber es sind halt 2 Dollar. Das könnt ihr mit PayPal zahlen. Ja. Wenn ihr kein PayPal habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich würde es dann für euch übernehmen. Gar kein Problem. Ja, dann kommen wir erstmal, wenn ihr euch registriert habt, dann zahlt ihr erstmal was, 2 Dollar, dann kriegt ihr einen Credit, also ein. Wenn ihr 4 Dollar zahlt, dann habt ihr, ich glaube, 4 Credits oder 3 Credits, ich glaube 3 sind es. So, dann müsst ihr erstmal ein Picture, also halt ein Bild hochladen. Die Standardmasse sind so 512x512, sollte auf jeden Fall hinhauen, könnt ihr auch Bilder ja verkleinern. Ihr könnt wirklich alles nehmen an Bilder, auch so krasse Sachen, aber da würde ich das euch nicht empfehlen. Ja, wenn ihr es gemacht habt, dann könnt ihr euch gleich direkt da halt in den Bereich begeben, wo ihr das feststellen wollt in eure Crew. Da wird das alte von der alten Crew, was ihr noch gespeichert habt, ist dann auch noch da. Wir wollen natürlich jetzt das neue verwenden. Da müssen wir natürlich jetzt hier, ihr seht, das ist schon recht schick vom Design. Jetzt müssen wir erstmal die Domain oder URL von unserer Crew da jetzt einfügen. Und eigentlich mehr nicht. Dann müssen wir das Ding eigentlich nur aktivieren. Jetzt sage ich euch aber vorweg, das Ganze dauert echt noch ein paar Minuten, bis das klappt. Also es sind recht 20 Minuten bis 30 Minuten kannst du im Dreh dauern, bis das Ganze übernommen wurde. Dann zeige ich euch das jetzt mit den Credits. Ich habe 3 Credits gehabt, das heißt natürlich weniger. Ja, da ist zum Beispiel jetzt keine Seite. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, ja, könnt ihr, das ist, ich finde das total geil, dass man sowas kann. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall erstmal warten. Das ist schon mal wichtig. Wenn ihr euch registriert habt und das Ganze noch nicht gemacht habt, dann seht ihr jetzt, ich habe hier nur noch einen Credit. Die könnt ihr da erweitern, eure Credits, die braucht ihr dafür. Ihr könnt dann wirklich auch nur PayPal oder Mastercard oder sonst was halt benutzen. Anders geht es leider nicht. Ja, wenn ihr halt, wie gesagt, kein PayPal habt, könnt ihr mich anschreiben und ich werde es dann übernehmen. So, dann zum nächsten Teil. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euren Browser eigentlich auch schon direkt aktualisieren. Also sprich, das dauert natürlich 30 Minuten, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann seht ihr, dass es auch geklappt hat. Also es dauert so etwa 30 Minuten. Nochmal zu dem, was mir jetzt noch am Herzen liegt. Wie geht hier Online Glitch wird 1 Jahr alt bald. Und da haben wir eine Veranstaltung, da wird natürlich Sachen verlost und sonst was alles. Wenn wir ja jetzt schon die Verlosung läuft noch ein paar Tage und dann ist auch vorbei und es ist natürlich eine gejailbreakte Konsole. Dann könnt ihr euch schon vorstellen, bei 1 Jahr Jubiläum, dann ist natürlich was Größeres. Also Leute, haut rein, ciao.